Zurück vom Spielfeldrand. Ein knappes Spiel hier in Hamburg gegen Schalke. 69-66. Super knapp, vor allem am Ende. Ich habe jetzt Yannick und Kova, unsere beiden Ältesten, glaube ich, bei mir. Was war denn da am Anfang los bei euch und auch bei Schalke? Ich glaube, Schalke hat sich gut vorbereitet, hat unsere Stärken ein bisschen weggenommen und hat am Anfang auch ein bisschen härter gespielt als wir. Und ich denke mal, in der zweiten Halbzeit haben wir dann unsere Intensität erhöht und auch smarter gespielt, die besseren Plays gemacht und deswegen haben wir gewonnen. So Kova, I thought there was a lot of turnovers and a few missed shots on both sides though. What do you think about that? Overall, that was a really intense play game. Definitely they came here to show everything, what they had, what they got. As Yannick just said, their game plan was really good. They took some of our strengths in the beginning, but definitely that second half we find a way to fight back and slowly towards the end of the game we have pick up our rhythm and yeah, on the end I think that we did a great job. Vielleicht hat es ja auch damit zu tun, dass in zwei Wochen jetzt für uns vier Spieler anstehen. Kann es sein, dass vielleicht auch am Anfang so ein bisschen müde Beine mit dabei waren oder wart ihr einfach noch nicht so richtig ready? Oder wie, wie kam es dazu, dass ihr am Anfang noch nicht so gut gescored habt? Ich glaube, es war ein Low-Score-Game. 66 Punkte, 69 bei uns. Das passiert ja eigentlich hier nicht so häufig. Ja, es sind viele Spiele in der Saison, also aber wir hatten jetzt eine Woche Zeit, um uns vorzubereiten und ich denke mal nicht, dass wir müde Beine hatten. Die haben sehr intensiv gespielt und wir brauchen erstmal unsere Zeit, um uns daran zu gewöhnen und dann haben wir es auch gut umgesetzt. Der Coach hat am Ende sehr viel gewechselt. Das lag wahrscheinlich daran, die kleinen Spieler in die Defense zu bringen. Das haben wir letzte Saison nicht so häufig gesehen, so viele Wechsel. Wie ist denn das für euch diese Saison, diese schnelle Wechsel und diesen Switch unterzubringen? I mean, definitely that we have deep team. We have a lot of players who can step in every game. And definitely that coach is during the game trying to find the best, let's say, like 5-6 players who are going to really finish that game. This is a big team. As I said, a lot of players who can play. And one day game going to go your direction. Next game, maybe not. And we definitely need to know what is our role in the team. And just this is normal. This is maybe something new for Taurus, but I mean Yannick also had experience playing with on a higher level for a good team, and this is how it is in the good team. There are only a few games during the season where you're gonna have one player playing like 35 plus minutes, and this is not a goal, and we need to be ready on the end of the season, and everything what we are doing at the moment is definitely trying to build our team up every single day. Und ich glaube, es hat auch gut funktioniert zum Schluss. Ihr wart dann wach und habt getroffen, habt gut verteidigt und letztendlich dann auch gewonnen. Wie feiert ihr das denn jetzt? Ihr seid ja schon ein bisschen älter heute. Seid ihr schlafen. Ja, ich glaube, jetzt ist, weil wir spielen Mittwoch schon wieder, deswegen, ich glaube, da wird nicht viel gefeiert. Ausruhen und Montag geht's weiter mit der Vorbereitung und also ich glaube, jetzt wird nicht wirklich viel gefeiert. Wie geht's denn weiter? Habt ihr morgen frei oder geht's dann direkt weiter mit Rollout oder Scouting? Ich weiß noch nicht. Wir hoffen, dass ihr frei habt. Ihr habt das gut gemacht. Danke, Jungs. So, ich habe jetzt unseren Head Coach Mike Taylor bei uns. Herzlichen Glückwunsch zum erneuten Sieg. Heute war es allerdings ein bisschen anders als die letzten Heimspiele. Ruhiger Start und wenig Punkte im Vergleich zu den letzten Heimspielen. Was ist deine Analyse zum Spiel? Ja, erst einmal danke und danke für all die Hamburg Towers Fans, die Unterstützung war wunderschön. Ich glaube, für das Spiel still in der ersten Paar Heimspiel, das war Spaß für alles. 100 Punkte, die Mannschaft hat gepunktet und wunderschöne Offensive Leistung.
Aber als Trainer, ich liebe das Spiel heute. Wir haben gewonnen mit unserer Verteidigung. Das war keine Überraschung. Wir erwartet ein physical Spiel. Unsere Mannschaft und Schalke war beides sehr gut vorbereitet. Und ja, beides hat sehr hart in Verteidigung gespielt und hart gearbeitet. So, ich bin stolz auf die Jungs. Wir haben gut reagiert in der zweiten Halbzeit, besser verteidigt. Dreimal die Shot Clock Violations. Wir haben ein bisschen besser gespielt offensively und am Ende we found a way to win. So als Trainer, ich liebe das Spiel. Das ist Possession by Possession wichtig für die Zukunft. Gut Erfahrung für die Jungs für hoffentlich Playoffs. Und wir werden weiter arbeiten zu entwickeln die Jungs mit Erfahrung zu gewinnen mit Offensive Leistung und Verteidigung. So ich bin stolz und ja, das war hart Arbeit heute. Das stimmt, aber 3.400 Fans haben das, glaube ich, auch gefeiert, dass es sehr spannend war und mal nicht deutlich. Du hast es selbst gesagt, die Defense war der Key. Du hast am Ende sehr viel gewechselt. Was war denn da dein Gameplay? So, die Mannschaft am Ende, wir denken darüber Fouls, Freiwürfen, gut Freiwürfen-Lineup, gut Ballhandling. Und in Verteidigung, wir denken an Switching, 1-4, 1-5. So wir haben zum Beispiel Verteidigung Lineup, we can switch and besser verteidigt. Mit der Freiwürfen am Ende, wir wünschen Yannick und Justin the Rebound zu holen. So das war der Grund für die viel Spielerwechseln. Aber ja, yeah, wir haben gut the Situation Basketball gespielt mit Time Score. Offensive Execution, Defensive Execution. Und als Trainer, ich bin froh, das ist gut Vorbereitung für die Zukunft und hoffentlich wir können weiter entwickeln die Jungs mit Spielerfahrung. Spielerfahrung, gleich am Mittwoch die nächste Herausforderung für euch hier zu Hause gegen Trier. Wie motivierst du deine Jungs denn jetzt in 2 Wochen 4 Spiele? Das ist harte Arbeit und das ist vor allen Dingen auch. Wird man da ein bisschen müde? Wie kriegst du die Jungs wach? Erst einmal, wir haben großen Respekt für Trier. In meiner Meinung, das ist der Top-Gegner und das ist der wunderschön früh im Season Gegner in Hamburg zu sehen für die Fans. Aber das ist die official Einladung für Fans. Mittwoch ist Schnurrbart-Spiel für die Mannschaft. So alle Hamburg Tower Fans tragen ein Schnurrbart bitte mit unseren Jungs zu weiter unterstützen die Mannschaft. So Schnurrbartspiel Mittwoch gegen Trier zu Hause und wir werden alles geben auf dem Parkett und hoffentlich ein bisschen mehr Motivation mit Movember Schnurrbartspiel. Sehr gut. Steht dir auch sehr gut. Man kennt den Bart ja gar nicht so bei dir. Das heißt, du legst den Fokus, morgen geht es direkt weiter oder gönnst du den Jungs einen Tag Pause? Na, Sonntag, einen Tag Pause, ruhig, bisschen Recovery mit Mello und alles. Und Mello macht sehr gut Arbeit für uns. Lands Medical macht sehr gut Arbeit für uns. Das ist der hohe Niveau für unsere Mannschaft und Organisation. Ich liebe das. Und zurück im Training zweimal Montag. Sofort mit Vorbereitung für das Spiel, Offensive, Defensive, Game Planning für Trier in den 2 Tagen bereit sein. So Sonntag ein bisschen Rest, Recovery und dann zurück zur Arbeit mit guter Training und guter Vorbereitung Montag. Sehr gut, dann danke ich dir. Rest jetzt auch ein bisschen. Erhol dich gut von dem spannenden Spiel. Schnurrbartspiel. Am Mittwoch, 19.30 Uhr, hier in der edeloptics.de Arena. Wir freuen uns auf euch, sichert euch noch Tickets und dann hoffen wir auf ein spannendes und erfolgreiches Spiel. Bis dann.